Hello and welcome to the Slingshot Channel. Adder and Siege Balls Special. Ja, und für die deutschsprachigen Zuschauer, ab diesem Punkt geht der deutschsprachige Teil los, aber ihr könnt euch auch gerne beide reinziehen. Alright, so this is a two-language version. First the English version this time, and then at some point we'll only talk German, but the content will be the same. The Adder and the Siege are really popular crossbows. We sold so many of those worldwide. And the only thing that I think it was high time to bring out better bolts than the standard bolts. So we sat down and made some. And so these are the slightly longer versions for the Siege, because it needs a little bit like a centimeter longer version. And these are the red and blue other ones for the Adder. And the tips are like, we have the really, really, really hard, sharp, razor thin hunting type for, you would use this for like game with a lot of flesh. And then you have this bone breaking Velociraptor hunting, big, big, big single bevel broadheads, which are really expensive, but also super cool. The deadliest tips, I think, in existence. All four bolt types have aluminum nocks. So this is not plastic, but aluminum. So it will also withstand a lot of force. And also, of course, carbon shafts. So these are really high quality bolts. And of course, they're also heavy. This one is like 20.5 grams and this one is a little lighter. In order to test these bolts, I've prepared a huge block of ballistic gelatin. And this is really a tough mixture. Okay, I have now loaded my CIA adder with the sideways optics for more compact storage, with two of the thin razor blade bolts and two of the EdgeTech 200 bolts. And I will fire them into the ballistic gelatin at a typical home defense distance of, I would say, 5 meters. And then we will see. And I will try to spread the shots a little bit over the gel so that we're not hitting the same spot over and over again. Whoa. Well, the effect is truly devastating. I mean, look at this. All of the bolts went all the way through, and this one even sent the tip flying because it had still so much impact. And you can clearly see, very clearly see, if you look at the wound canals, that the EdgeTechs do turn in it. I mean, they turned, they flew in here, and they did almost a full turn before they came out, whereas the normal ones, the normal bolts, simply went all the way straight through. It's a cold block of gelatin. I'm really shivering. It's really cold today, cold December day. But you can see that the penetration, and that was just a 130-pound adder. So if we're going to use the Siege, we have to have a backstop. Otherwise, the things will fly right through. Now it is time for the Siege to do its duties. And of course, it's got a lot more power due to the compound throwing arm, about twice the kinetic energy as the adder. And now we're going to use the yellow and the green bolts, where the yellow are the thin and the green ones are the EdgeTech 200s. So cold. This is so saukalt im Moment. Okay. And now the EdgeTechs, and now the EdgeTechs. Whew.
try to hit him a little bit lower. Ich versuche ihn ein bisschen tiefer zu treffen. The result is pretty clear. They all went right through the gel block and caused an immense amount of damage. And you can again see that, of course, they twisted like crazy. And they stuck into the archery mat. Crazy test. Can I also use them to split firewood? I'm not sure. It needs a lot of energy to do that. But we can certainly try, and if it doesn't work, then I will simply cut it out of the final video. First the regular broadheads, also zuerst die normalen Jagdspitzen. Mal sehen. Well, those do stick in, but they didn't split the wood. So now the bone breakers. So it didn't work. The wood didn't split, but it took some major hits. But it is now a nice test to see if we can get the bolts out in one piece. Okay. This one also is absolutely pristine. Well, as you can see, they held out really, really well. They look like new. And you can now buy them. You can order them on the GoGun website. And they're actually quite expensive. This one here is about 25 euros per piece. So three pieces, 75 euros. But on the other hand, you have to understand that these are really like small daggers. I mean, this is hardened, tempered, heat-treated steel. Of course, there's an aluminum knock and there's a carbon shaft. So this is on the level of a quality knife, really it is. So therefore, they must cost money. These are cheaper, six pieces, like 50 euros. So they are less than half as expensive. And they are also really well made and they also are really, really powerful. So I believe that everyone needs to have a few of those. And as I said, you can get them for the Adder or for the Siege, same price. In any case, I hope you like this, because that's it for today. Thanks, and... Bye-bye.
Ja, die Adder und die Sage, das sind zwei unglaublich erfolgreiche Armbrüste. Wir haben davon wahnsinnig viele verkauft, überall auf der Welt, auch in Deutschland sehr, sehr viele. Was aber noch gefehlt hat, sind ein paar wirkliche High-End-Bolzen. Und jetzt haben wir die gemacht, hier bei Gogan aufgelegt und mittlerweile sind sie eingetroffen. Ihr seht verschiedene Farben, das hängt damit zusammen, dass es zwei verschiedene Längen gibt. Die Sage braucht ein bisschen längere Bolzen als die Adder, weil der Powerstroke ein bisschen länger ist. Und deswegen sind hier die gelben und die grünen für die Sage und die blauen und die roten, die sind für die Adder. Ja, ansonsten gibt es halt zwei verschiedene Spitzen. Es gibt einmal hier diese rasiermesserscharfe Spitze, die eben gedacht ist dafür, wenn man auf ein weiches Ziel schießt. Und dann gibt es diese Knochenbrecher hier. Das sind EdgeTech 200, die also von der Firma EdgeTech in den USA entwickelt worden sind. Wir haben die halt nur in den Pfeil eingebaut. Ich habe das getestet, das sind die absoluten Hammerspitzen. Das sind die tödlichsten Spitzen, die es je gegeben hat, weil die nur an einer Seite jeweils geschärft sind und dadurch einen Dreheffekt kriegen und alles zersplittern, Knochen etc., was ihnen in den Weg kommt. Wir werden das heute mal testen, ob das wirklich stimmt. Ich habe dazu extra jede Menge ballistisches Gel vorbereitet. Ja, und ansonsten wünsche ich noch viel Spaß damit. Ja, was die Bolzen gemein haben, ist, sie haben alle Aluminium-Nocken. Ja, das heißt also, die sind im Wesentlichen unzerstörbar. Das ist ein echter Vorteil gegenüber den serienmäßigen Plastikbolzen. Natürlich Carbon-Schäfte, alles vom Feinsten bei diesen Bolzen. Für die Tests habe ich natürlich einen richtig großen Block, 10 Kilo Block ballistische Gelatine angefertigt. Auch eine richtig taffe Mischung. Ja, ich habe jetzt hier die CIA-Adder, hier mit meiner seitlichen Visierung, damit das Ganze schön kompakt verpackt werden kann. Und ich schieße das jetzt in den Gelblock von ungefähr 5 Meter Entfernung, typische Heimverteidigungsdistanz. Ich habe jetzt erstmal zwei von diesen Rasiermesserklingen geladen und dann zwei von den EdgeTechs, 200. Und wir werden da sehen, ich werde versuchen, das ein bisschen auf den Block zu verteilen, dass wir nicht alles auf einem Punkt haben. Wow. Ja, wie man hier sehen kann, der Effekt war absolut überzeugend. Die Spitzen schauen alle durch, die sind da komplett durchgeschlagen. Hier sogar die eine Spitze ist sogar weitergeflogen, weil die noch so viel Dampf hatte, dass sie sich von der Verklebung gelöst hat. Was man hier ganz klar sehen kann, ist auch, dass die EdgeTechs sich richtig gedreht haben. Wenn man also hier auf die Kanäle, auf die Wundkanäle schaut, da kann man ganz genau sehen, wie stark die Drehung eigentlich gewesen ist. Das heißt also, die haben sich so richtig einmal so fast 180 Grad gedreht in dem Zielmedium, während die normalen Jagdspitzen gerade durchgegangen sind. Also das funktioniert wirklich mit der Drehung, muss ich schon sagen, wow. Ja, jetzt ist es Zeit für die Sage, ihre Pflicht zu tun. Die ist natürlich wesentlich stärker als die Adder. Ist zwar ein sehr ähnlicher Aufbau, aber man hat einen Compound-Wurfarm und das heißt, man hat die doppelte kinetische Energie. Ja, und da müssen wir die etwas längeren Pfeile verwenden. Die gelben sind im Prinzip die Rasiermesserklingen-Pfeile und die grünen sind die EdgeTechs. Und wie immer lade ich zuerst die Rasierklingen und dann die anderen. So cold. Es ist so saukalt im Moment. Okay. And now the EdgeTechs, Try to hit him a little bit lower. Ich versuche ihn ein bisschen tiefer zu treffen. Tja, wie man ziemlich deutlich sehen kann, die sind alle durch den Gelblock geschlagen natürlich und stecken jetzt in der dahinterstehenden
Matte. Und wie man an den Wundkanälen klar erkennen kann, haben sich die Edge-Tags wieder mustergültig gedreht. Es ist diese Drehung, die das ausmacht. Ja, kann man denn die jetzt auch zum Holzhacken benutzen, wenn die schon so splittern? Naja, also wir können es ja herausfinden. Ich schieße einfach mal drauf. Man braucht natürlich eine Menge Energie, um sowas hinzukriegen. Aber ich versuch's mal und wenn es nicht klappt, kann ich es ja immer noch rausschneiden aus dem Video. Zuerst die normalen Jagdspitzen. Mal sehen. Also die stecken wirklich tief drin, aber sie haben das Holz nicht gespalten. So, now the bone breakers. Ja, wie man sieht, hat es nicht geschafft. Das hat das Holz nicht zerbrochen. Obwohl man schon sehen kann, dass es so ein bisschen das angeknackst hat. Aber das ist jetzt trotzdem ein sehr schöner Test, um herauszufinden, ob man die Pfeile wieder rauskriegt. Okay. This one also is absolutely pristine. Ja, wie ihr gesehen habt, sind die Bolzen völlig unbeschädigt. Hier ist ein bisschen, kleines bisschen von dem Gel, als ich da durch und in die Matte. Aber ansonsten sind die absolut wie neu. Keine Macke, obwohl ich ihnen ein solides Stück Holz, Feuerholz geschossen habe, das ich dann mit der Axt aufspalten musste, mit Betoning. Also ich meine, dass das zu viel Energie gekostet hat für einen von diesen Pfeilen, ist klar. Aber ihr habt auch gesehen, wie tief das da reingeschlagen ist. Das ist schon der Hammer. Ja, diese Bolzen sind also ab sofort bei Gogan im Shop verfügbar. Ihr könnt sie bestellen. Diese hier sind sauteuer. Die kosten so 25 Euro das Stück, aber vergesst nicht, das sind im Prinzip kleine Messer. Das ist hier gehärteter Stahl, hochvergütet, Carbonschäfte, Alunocken. Die sind leider in der Herstellung saumäßig teuer. Wir müssen auch an die Firma EdgeTech eine ordentliche Lizenzgebühr dafür abdrücken, weil die halt was ganz Besonderes sind. Ja, die hier sind deutlich billiger, da kosten 6 Stück 49 Euro oder so ähnlich. Die sind deutlich preiswerter, sind auch richtig super, aber die hier sind natürlich nochmal eine ganze Spur härter. Eigentlich sollte jeder davon so ein paar haben, nur für den Fall der Fälle. Ja, ich hoffe jedenfalls, euch hat das gefallen, weil das war's für heute. Danke und... Bye bye.